Hallo, seid gegrüßt. Ich bin Andreas und ich packe aus. Aber jetzt nicht auf diesem Kanal, denn das ist der Kanal vom Steelbook. Und der Gute hat mich gebeten, ob ich nicht mal eine Anmoderation für ihn machen könnte. Was ich jetzt auch hiermit tue. Ich weiß nur gerade nicht wofür. Ich denke, ihr seid da ein bisschen weiter. Das Ganze wird wohl oben im Titel stehen und ihr wisst somit, was gleich folgt. Also wünsche ich euch da schon mal viel Spaß. Ich, wie gesagt, habe den Kanal Ich packe aus, falls ihr ihn noch nicht kennt. Der Name steht nicht unbedingt oder ist nicht unbedingt Programm. Also es gibt alles Mögliche von Unboxings, Filmvorstellungen, Comedy, Vlogs, Tutorials, bla bla bla, schieß mich tot. Naja, falls ihr Lust habt, schaut einfach mal vorbei. Ansonsten jetzt viel Spaß mit Steelbooks neuestem Video. Hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe euch heute Gangster Squad mitgebracht im Steelbook. Ja, bevor wir dazu kommen, möchte ich mich erstmal bedanken bei Andreas von Ich packe aus, dass er mir die schöne Anmoderation gemacht hat und mir das Video auch schnell fix zugesendet hat. Dafür nochmal danke. Ich werde seinen Kanal nochmal in der Kommentare verlinken und dann könnt ihr da draufklicken. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Und zwar geht es heute um Gangster Squad. Im schönen Steelbook, im limitierten Steelbook natürlich. Und wir haben hier die Schauspieler dabei: Josh Brolin, Ryan Gosling, dann haben wir Nick Nolte, Emma Stone und Sean Penn. Und schauen wir uns das gute Stück mal von hinten an. Ja, knallharter Gangster-Thriller, da stimme ich zu. Der Film spielt 1949. Ja, zur Story kann man sagen, da gründet sich halt so ein Gangster-Squad und will den großen Mafia-Boss da so ein bisschen ärgern und den seine Geschäfte so ein bisschen versauen. Ich will euch auch nicht so viel von der Story erzählen. Hier haben wir die Audiokommentare als Spezial drauf. Gangland Files, das Filmkonzept, Galerie der Schurken, harte Kerle mit Stil und die Location damals und heute. Und nicht verwendete Szenen sind dabei. Ja, der Film läuft 113 Minuten. Natürlich in Farbe. Dann kommen wir mal zum Video. 1080p. Audio haben wir digital 5.1 mit an Bord. Und die restlichen Sprachen hier noch. So, dann wollen wir uns das schicke Steelbook mal angucken. Das kann man hier vorne machen, das ist nur so ein Klebepunkt drauf. Das ist natürlich auch nur ein Klebepunkt. Das geht auch super ab. So, kommen wir nun zur Rückseite. Ja, das sieht immer richtig schön aus. Die Emma Stone hier hinten drauf. Ja. So eine Top-Schauspielerin, muss man sagen. Hier haben wir das gute Stück von vorne. Schauen. Hier haben wir die Blu-ray. Auch wunderschön aussieht. Hier hinter haben wir leider nichts. Können wir die auch wieder reinpacken. Ja, hier haben wir den Digitalcode. Und hier stehen nochmal Gangster Squad. Und dann auch nochmal die Specials drinnen. Und ja, das war das schicke Steelbook zu Gangster Squad. Ich hoffe, es hat euch wieder soweit gefallen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Steelbook.